just take girls that aren't me. Ja, ja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny und da haben wir von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und heute möchten wir über was Bestimmtes reden. Ihr habt bestimmt schon im Titel gelesen, wir gründen eine WG, zumindest haben wir das vor und ja, über das haben wir einfach in letzter Zeit ein bisschen darüber geredet, wie es damit aussieht, ob wir vielleicht sowas machen würden und ja, Hauptner, was hältst du davon? Ja, ich meine, ich weiß ja schon, was ich davon halte, also keine Ahnung, wir kamen auf einmal auf die blöde Idee, einfach mal eine WG zu machen, weil der Sinn dahinter ist, erstens mal, wir wohnen richtig weit von der Uni weg, werden dann umziehen und dann werden wir zu zweit in der Wohnung sein und richtig viel geile Scheiße machen können. Also ich denke mir da so, Benny vs. Hauptner gegenüber... Einer stirbt und wir boxen uns gegenseitig ins Gesicht danach. Ja? Also, oder sowas ähnliches. Da fliegt gleich mal der Sessel so Richtung Haupt, ne? Ja, oh, da fliegt vielleicht mal ein Hammer zu dir rüber oder sowas. Also, ich kann mir vorstellen, dass das richtig geil wird. Die Idee kam aus dem Nichts eigentlich. Ich habe auf einmal so gedacht: Scheiße, lass eine WG machen. Ich habe gerade richtig Bock drauf. Habe ihm das geschrieben und er so gleich. 5 Stunden später hat er gleich 10 Wohnungen mir geschickt gehabt mit den ganzen Sachen. Richtig. Ja, erstmal musste ich natürlich nachfragen, ob er das ernst meint, weil ich meine, wir zwei in einer fucking WG, okay? Weil er hat mir das auf WhatsApp geschrieben und ich habe dann nach einem Smiley gesucht, wo irgendwie ein brennendes Haus oder so ist, weil das wäre eigentlich das, was als erstes zu uns passen würde. Oh Gott. Was wir auch schon so hatten. Die Leute haben gesagt, wir kennen, ja, ihr werdet dann in KFC-Boxen schlafen, oder wie sieht's aus? Ja. Wenn wir so KFC-süchtig sind, oh Gott. Aber es gibt leider in Linz keinen KFC. Ja, das ist leider ein bisschen kacke, weil in die Richtung dorthin werden wir ziehen. Okay, wir haben es verraten. Oh Gott, Scheiße, oh nein. Ja. Da ist auch unsere Uni. Ja. Oh Gott, jetzt haben wir noch mehr verraten. Aber trotzdem, ey, wenn wir dann eine WG machen, es wird so geil, da können wir geile Scheiße machen. Vor allem bei den ganzen Challenges oder wenn wir gegeneinander spielen. Vielleicht kommt dann auch sowas wie eine Bestrafung für Benny zurück. Okay. Aber ich wollte gerade sagen, wenn es mal Beef gibt, dann kann ich ja meinen 44er Bizeps, der hier auf jeden Fall am Start ist, unter Beweis stellen und Hauptner dann verprügeln. Ja. Eindeutig, eindeutig. Sein 44er Bizeps, Leute, ihr wisst Bescheid. Den hört man doch, oder? Ja, dann hört man, das ist gerade wie dein Schwanz da minimal auf dem Tisch so ankommt, so. Ja, das war's. Oh fuck. Aber wäre auf jeden Fall geil, weil, boah, ich würde so fern. Keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch schon 21 Jahre alt, genauso wie haben und irgendwie wäre es doch mal geil von zu Hause ausziehen. Keine Ahnung, ihr könnt doch gerne mal reinschreiben, wie das bei euch auch aussieht. Habt ihr auch vielleicht Bock, dass ihr von zu Hause auszieht? Ich hoffe doch, dass das jeder mal irgendwie im Sinn hat. Ich meine, ich habe so ein riesen fucking großes Haus zu Hause, du eigentlich auch, Hauptner. Aber irgendwie trotzdem, das ist auch zu Hause Hotel Mama, du bekommst alles und du zahlst nichts im Prinzip und YOLO High Life, ja. Aber trotzdem, es wäre einfach geil, mal auszuziehen. Ja, meine Eltern haben sogar so gesagt, was tun wir da mit dem ganzen Platz im ganzen Haus? Weil wir einfach 4 Stockwerke haben aus dem Nichts, juckt keinen, aber... Na, ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe zu denen schon gesagt, ihr könnt euch dann mal ein Bungalow gönnen. Ich hab Haus gesagt, verkaufen, gönnt euch ein kleineres, fertig. Die können da, keine Ahnung, Fitnessraum oder was weiß ich machen. Auf jeden Fall, es wäre so krass. Ihr könnt mal eure Meinung dazu schreiben, was wir da alles machen könnten, wenn wir da zu zweit in einer Wohnung sind und nur um Scheiße machen. Ohne Scheiß, den ganzen Tag nur Kacke machen. Wir betteln uns gegenseitig. Ich kann mir das schon so behindert vorstellen. Ist unmöglich. Wir werden da total vergammeln, weißt du das? Da sitzt einem im Prinzip und schreit drüber, du Hurensohn, verpiss dich aus dem Internet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwas Vernünftiges machen werden, wenn wir zwei in einer fucking WG sind. Da kann nichts Gutes rauskommen. Der Sinn dahinter ist ja, dass wir dann mehr zur Uni gehen, weil wir dann nicht mehr so weit weg von der Uni sind. Ich glaube, also das hatte ich nicht vor. Also ich schon. Oh Gott, nee. Es war heute zum Beispiel, oder gestern war es ja wieder das Beste. Ich war genau eine Stunde auf der fucking Uni, um die Klausur zu schreiben und dann war ich noch eine Stunde auf der Uni, saß aber im Gastgarten und ich habe dann Most getrunken. Das Geilste war, ich bin 1,5 Stunden zur Uni gefahren, also hin und zurück 1,5 Stunden. Und wie lange war ich dann im Saal? 20 Minuten! Yeah. Also, das läuft auf jeden Fall, deswegen auch da in die Richtung richtig geil, wenn wir das machen können.
Aber dann, ey, ich stell mir so die geile Scheiße vor. Geht nicht besser. Das Beste war, ich hab da jetzt vorhin schon mal erwähnt, das Erste, was ich gleich nach 6 Stunden gemacht habe, ein paar Wohnungen zu suchen. Aber das Erste, was ich wirklich gemacht habe, Penthouse-Wohnung gesucht. Das ist richtig edel am Dach oben. Das Edelste von Dingen. Und dann habe ich gleich gemerkt, dass die Scheiße kostet. Gut, ein bisschen teuer. Ja, aber geil wäre es gewesen. So ein Whirlpool wäre auch noch krass. Oder so ein fettes Kino in der Wohnung. Kann man schon lassen. Naja, das war jetzt mal gehypt, Ende nie, ohne Scheiß. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr so davon hält, wenn wir sowas machen würden, oder was ihr euch dann, was ihr dann sehen wollt im Prinzip von uns. Genau. Wir könnten ja dann auf jeden Fall relativ viel krasse Scheiße machen. Na, vor allem mehr Sachen so zu zweit. Ich meine, wir machen so jedes Video zu zweit, aber wenn wir dann ein Zimmer voneinander entfernt sind, dann können wir geile Scheiße machen, ja. So wie ich mir das gerade vorstelle. Und am besten stelle ich mir bei Benny vs. Hauptner vor, wenn einfach einer rüber rennt zum anderen und ihn einfach dann boxt oder so, gibt ihm einen mit, weil er gerade verloren hat. Du weißt also schon, was auf dich zukommt, ja? Ich habe gehört, ich verliere dann und dann boxe ich dich. Okay. Ja, hab ich gehört. So. Hauptsache, ich hab dann gewonnen. Juckt mich nicht, Hauptsache, ich hab einen gratis Boxer. Egal. Sieg. Ja, das erleben wir, glaube ich, nie wieder, dass du gewinnst in Benny vs. Hauptner. Abgehoben. Und ich habe schon eine krasse Idee, wenn wir dann in einer Wohnung sind, dann didos ich dich einfach. Genius. Oh Gott. Naja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Thema WG. Ihr könnt wirklich reinschreiben, was wir da machen könnten. Es wird auf jeden Fall so sein, dass es bald so ist. Und okay, hast du das jetzt bestimmt? Also wenn ich jetzt Nein sage, was ist dann? Hast du Pech? Hab ich Pech gehabt? Okay. Ja. Ich nehme dich mit, ich sperre dich da ein. Hast du Pech? Okay. Im Keller? Ja. Darf ich dann wieder Baumwolle pflücken? Ja. Dann kommst du zu den anderen. Ja. Zu Killer und so, ja? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Idee gefällt, dann spritzt auf jeden Fall den Like-Button ab. Und ja, Benni, hast du noch was? Nee, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao. Erstmal Baumwolle pflücken.